Sind Sie Schriftstellerin? Dazu fehlt mir die Fantasie. Ich unterrichte. Störe ich Sie? Nein, Sie stören mich nicht. Dann sind Sie Lehrerin. Ich arbeite an der Universität. Was unterrichten Sie? Geschichte. Ich unterrichte die Geschichte des Alltags, die Dinge des täglichen Lebens. Wie wir essen, schlafen, beerdigen, lieben. Klingt interessant. Ist es auch. Was machen Sie? Ich bin Schauspielerin. Sie lehren über die Liebe? Nicht direkt. Ich lehre über die Geschichte der Liebe. Die Geschichte der Verhaltensweisen, die damit verbunden sind und was sie für uns bedeuten. War denn die Liebe nicht immer gleich, ob früher oder heute? Unser Ideal von Liebe, unser romantischer Begriff davon, ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Aber Gefühle wie Liebe, Eifersucht und so weiter hat es doch schon immer gegeben. Vielleicht, aber sie hatten nicht dieselbe Bedeutung, weil es auf andere Dinge ankam. Man hat nicht die Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Man hat ans Überleben gedacht. Da waren Werte wie Schutz, Sicherheit und Solidarität wichtiger. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, unseren Gefühlen Ausdruck zu geben und sie zu verwirklichen. Das ist komisch. Bei mir scheint das nicht zu klappen. Sobald ich mit jemandem zusammen bin, geht es schief. Es ist ja auch komplizierter geworden, weil wir mehr Möglichkeiten haben. Früher waren Beziehungen hauptsächlich über Arbeit geregelt. Heute können wir zwischen privaten und professionellen Beziehungen auswählen. Sie ja auch. Sie müssen dazwischen springen und das ist schwierig. Das heißt, man muss sich zwischen Liebe und Arbeit entscheiden. Das heißt, dass es Beziehungen gibt, die hauptsächlich über Arbeit strukturiert sind und solche, die sich fast nur über Gefühle definieren. Das macht das Leben komplizierter. Es ist so schwer, über Gefühle zu reden. Immer wenn ich es versuche, klingt es irgendwie falsch. So abgedroschen. Als würde ich mich ständig wiederholen. Das geht mir nicht anders. Und ein Weg sollen wir empfinden, das richtige Empfinden, uns aufrichtig erklären. Wir sind umstellt von Vorstellungen, was wir empfinden müssten. Und wenn man dann etwas über sich sagen will, dann weiß man vielleicht gar nicht mehr, ob man das sagt, was man wirklich empfindet oder irgendetwas, was man gehört hat. Es gibt die Gesten, die Blicke, die haben noch etwas Wahres. Das ist vielleicht das Unmittelbarste, was wir haben. Aber wir würden nicht authentischer leben, wenn wir auf die Sprache verzichten würden. Es wäre eine Verarmung unserer Ausdrucksmöglichkeiten. Wenn man die Liebe nicht nur als ein privates Gefühl, sondern als ein Mittel der Verständigung betrachtet, dann kommt man vielleicht weiter. Alle trennen sich und haben neue Partner. Es ist so beliebig. Müsste man nicht nur einen einzigen lieben und das für immer? Es ist schwierig, einer Liebe Halt zu geben und Dauer. Und wenn sie vorüber ist, dann heißt es nicht, dass sie nicht existiert hat oder nicht wieder existieren kann. Sie ist etwas Mögliches.